Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Anonymitätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar. Suche das Graffiti. Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Detroit Become Human. Wir sind gerade hier in Ferndale angekommen. Auf der Suche nach Jericho. Und hier haben wir auch schon das erste Graffiti. Hinweis aktualisiert. Hey, Mister, haben Sie etwas Kleingeld? Okay, wird das jetzt eine Schnitzeljagd? Und nein, lieber Mann, ich habe leider kein Kleingeld. Tut mir leid. Was haben wir hier? Eine Zeitschrift. Detroit Today, Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik in Kempten. Die unberührte Natur, die sich über viele Meilen erstreckt, macht Kanada zum wahren Land der Freien. Da ist noch etwas falsch gelaufen mit der Schriftgröße. Präsidenten Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. Entflohener Android bewirkt Panik in Kempten. Anwohner des Detroiter Vororts Kempten wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeifahndung mit Straßensperren und Befragungen einen Straftäter aus seinem Versteck jagte. Doch dieser Flüchtige ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400-Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberLife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spekulationen gehen weiter. Es hört sich ganz an nach Kara. Androiden-Astronauten erforschen Io. NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Hacker nehmen Solarmodule für Lösegeldschwindel ins Visier. NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft, viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist die erste reine Maschinencrew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärte NASA-Direktor Michael Shelley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA. Menschen leiden bei langen Weltraumreisen und unter zahlreichen Einflüssen. Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigte, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollen, bevor sie durch die extremen Bedingungen dort zerstört würden.
Nicht gerade ein schönes Leben für die Androiden, die das machen sollen? Aber okay. Misch dich unter die Menschen. Android only. Dann machen wir das doch mal. Du hast nichts zu sagen? Gut. Wissen Sie, wo Jericho ist? Offensichtlich leider nicht. Aber hier ist das nächste Graffiti. Nummer 1. Und auch die Nummer 2. Eine Wand mit Sternen. Sehe ich geradeaus vor uns. Grandma sagt, sie hat jetzt nichts mehr zu tun mit Lenny. Aber sie ist so cool! Ich weiß, Susie. Das Leben als Android muss wirklich nicht schön sein. Man kann einfach angeschafft werden, aber gleich so gut auch wieder verkauft werden. Oder verschrottet werden. Was auch immer mit Androiden überhaupt passiert am Schluss. Aber nicht gerade ein Traumleben. Antique Games. Nummer 1 und Nummer 2. Neuer Hinweis. Eine Wand mit Robotern. Was ist hier denn los? Zu viele Menschen. Okay, über die Straße können wir wohl nicht gehen. Sieht echt cool aus. Ah, hier. Oh nein. Ah ja, wir können durchgehen. Okay, gut. Mal schauen, wo uns das hinführt. Dort drüben.
sind die anderen zwei? Finde einen Weg auf das Dach zu gelangen. Die Mülltonne. Leichter geht's ja wohl nicht. Ich sehe schon. Hier und hier. Hinweis aktualisiert. Sparkle. Was hast du vor? Okay, wäre jetzt zu instabil. Es gibt wohl mehrere Routen, die richtig sind. Wäre auch zu instabil. Dann geht es wohl hier entlang. Richtiger Parkour-Künstler unser Markus hier. Das würde ich auch gehen können. Da, Sparkle City. Gewunden. Nummer 1. Die Nummer 2 und Nummer 3. Im Innern eines Gebäudes. Offensichtlich dort hoch. Wäre nicht stabil genug. Falscher Weg. Da. Wäre zu instabil. Das ist wohl der richtige Weg. Und ausführen. Nice Job. Jemand. Ein abgeschalteter Android. Nicht gerade ein Hoffnungszeichen. Das ist dann wohl einfach, wenn du gerade hier vorne dran stehst.
Kantine aufgeht. Jericho. Wir haben Jericho gefunden. Und es ist einfach mal ein Schiff. Von Downtown zum Hafen und einem Schiff. Sieht echt krass aus. Ja, da geht's wohl jetzt nicht mehr rüber. Schade. Ich wollte schon sagen, da sieht nichts gerade sehr stabil aus. Dann geht's wohl hier entlang. Das hört sich auch nicht gerade gut an. Nice. Das Ganze knarzt mir irgendwie zu sehr. Langsam. Was für ein Bild. Mit der Brücke im Hintergrund. Und dem Sonnenuntergang. Ab in die Dunkelheit. Zum Glück ist hier unten Wasser. Was haben wir hier? Taschenlampe, sehr praktisch. Aber irgendwie sieht das nicht gerade sehr einladend aus. Verschlossen. Schade. Okay, hier können wir nicht durchsehen. Auch abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Was ist hier? Nicht abgeschlossen. Gut. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Also einfach gar nichts. Okay. Wohl gar nichts.
Markus. Danke. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Puh. Puh. Nicht, dass das hier jetzt noch zum Horrorspiel wird. Darauf hätte ich gar keine Lust. Okay. Jetzt sieht mir irgendwie nach dem Maschinenraum aus. An. Oh shit. Nein. Bitte. Der Arme. Willkommen in Jericho. Ganz fieser Cut. Leute von Jericho getroffen. Einen Regenkörper entdeckt haben wir. Hier haben wir was übersehen. Und auch hier haben wir was übersehen. Und hier habe ich wohl eine Zeitschrift übersehen, die ich beim ersten Durchspielen gesehen habe. Wie gesagt, ein paar Kapitel sind leider jetzt zum zweiten Mal, also muss ich jetzt leider zum zweiten Mal spielen. Aber sonst haben wir nichts übersehen, was wichtig ist. Von daher alles gut. Somit verabschiede ich mich wieder von einer neuen Folge von Detroit Become Human. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.